Herr Harde, wir sind hier in der ersten Einzelausstellung von June Newton, die sich als Fotografin Alice Springs nennt. Und gleichzeitig ist es die größte Retrospektive, die bisher jemals von ihr in Deutschland zu sehen war. Nach welchen Kriterien haben Sie die Aufnahmen, die Sie hier zeigen, ausgewählt? Zunächst einmal haben wir die Aufnahmen gemeinsam ausgewählt. June Newton selbst, die ja sozusagen mit ihrem Archiv arbeitet, und Angelo Marino, der vor Ort in Monaco die Bildauswahl mitbestimmt hat. Und als alle Bilder dann hier angekommen sind, dann kam sozusagen auch ich mit ins Spiel, und dann haben wir gemeinsam diese Zusammenstellung gemacht. Es sind Bilder, die das Werk von June Newton alias Alice Springs repräsentieren und charakterisieren. Es sind Aufnahmen aus der frühen Werbe- und Modefotografie aus den 70er Jahren. Sie haben auch überraschenderweise einige Aktbilder aus der gleichen Zeit. Und das sind aber vor allen Dingen die Porträts. Die Porträts der Künstler in den vorderen Räumen und auch der Modeszene und dann später eben auch sehr viel im Filmbusiness. Das sind wunderbare Aufnahmen, wo sozusagen dieses 1:1, dieses Gegenüber auch zum Tragen kommt, und die Menschen blicken durch die Bilder auf uns Betrachter noch einmal zurück. Inwieweit ist Alice Springs von ihrem Mann, Helmut Newton, beeinflusst, oder ist sie in ihrem fotografischen Stil eher unabhängig von ihm? Ich denke, eine Beeinflussung ist immer da, und zwar auf beiden Seiten, hin und her. Also sie haben beide betont, dass sie selbstständig gearbeitet haben, dass sie jeder für sich gearbeitet haben. Wenn wir aber längst bedenken, dass Frau Newton ihrem Mann eine Menge Tipps mit auf den Weg gegeben hat, Helmut Newton hatte ihr insbesondere Tipps gegeben, was die Aufnahmetechnik, die Verwendung von Belichtungsmesser und eben Kamera angeht. Sie hat ja auch in erster Linie mit seinen Kameras gearbeitet. Das ist sozusagen dieser Weg, aber es war eben keine Einbahnstraße. Wir kennen sowohl aus Helmut Newtons Autobiografie als auch aus Alice Springs Autobiografie ein Beispiel, wo Helmut Newton dem Rat seiner Frau gefolgt ist, beispielsweise ein Hitchcock-Motiv in einer Werbeaufnahme in den späten 60er Jahren zu reproduzieren, zu wiederholen in dem Moment. Es war ein Flugzeug, Sie kennen alle diese Szene, ein Flugzeug auf ein Feld geflogen, Cary Grant floh sozusagen vor diesem herannahenden Flugzeug, in dem Fall war es ein Modell bei Helmut Newton, und diese Idee stammte von June Newton. Über diesem Haus prangt in Balkenlettern Museum für Fotografie. Es gibt jetzt auch oben endlich den Kaisersaal als Ausstellungsfläche. Sie haben vor kurzem die erste Ausstellung mit Architekturfotografie aus dem 19. Jahrhundert eröffnet. Aber zwei Etagen werden entweder von Helmut Newton oder June Newton oder den Freunden von den Newtons bespielt. Wird das Museum für Fotografie langsam ein Familienunternehmen? Nein, keineswegs. Helmut und June Newton haben dieses Museum erst möglich gemacht. Das geht ein wenig zurück. Damals gab es sozusagen Pläne für ein deutsches Zentrum für Fotografie. Damals war schon die erste Idee, das Archiv von Helmut Newton sozusagen an die Stadt und an dieses Haus zu binden. Aus diesen großen Plänen des Deutschen Zentrums für Fotografie wurde dann leider nichts. Es gab sozusagen eine kleinere Version, und diese kleinere Version haben wir mit diesem Haus hier vor uns. Es ist eine Public-Private Partnership-Verbindung zwischen dem preußischen Kulturbesitz einerseits mit der Institution Kaisersaal, sprich Sammlung Fotografie der Kunstbibliothek, und eben uns, der Helmut-Newton-Stiftung. Und wir zeigen eben nicht nur das Werk von Helmut Newton, sondern eben auch seine Freunde und momentan eben seine Frau, die ja seit 1970 auch ein eigenständiges, großartiges fotografisches Werk geschaffen hat. Herr Harde, wir danken Ihnen für das Gespräch.